Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr Nachts Challenge. Ja, es wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr spooky. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass alles okay verläuft, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute auf uns zukommen wird. Wir probieren nämlich etwas aus. Das habt ihr unter anderem bestimmt, und ja, es könnte spooky sein oder eher weniger. Aber 3 Uhr Nachts ist trotzdem spooky, Leute. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Also so oder so braucht ihr den Grandma-Check. Macht es lieber. Macht es lieber, dann seid ihr safe. Auf jeden Fall werde ich heute um Punkt 3 Uhr versuchen, verfluchte Happy Meals zu bestellen. Und nicht nur irgendwelche, sondern von den Rainbow Friends in grün und blau. Falls ihr schon gesehen habt, in meinem letzten Video habe ich ja die verfluchte Nummer von denen angeschrieben. Und tatsächlich hat jemand geantwortet. Und es ging sogar jemand ran. Also man hörte nur so eine komische Melodie und das war verdammt gruselig. Aber es ging jemand ran. Und ich hatte die Wahl zwischen einer richtig krassen Overnight-Challenge, also 5 Nächte irgendwie in einem Freizeitpark verbringen. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Aber das war ich bestimmt nicht. Oder ja, 3 Uhr nachts verfluchte Happy Meals bestellen. Und ihr wart der Meinung, ich soll das machen. Ich musste mich ja auch für 2 Farben entscheiden. Und ich denke mal, dass ich dann diese beiden bestellen muss. Ja, wir schauen einfach mal, ob das funktioniert. Oder ob das jetzt einfach nur eine Scherznummer war. Ich weiß nicht, aber ich habe echt Angst vor dem Ergebnis. Aber egal, ich werde das jetzt einfach durchziehen. Einfach machen, auf mich zukommen lassen. Und falls das Ganze funktionieren sollte, ja, dann dachte ich mir, vielleicht könnte ich auch noch versuchen, die Happy Meals von den anderen Rainbow Friends zu bestellen. Meint ihr, es funktioniert? Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Bei 20.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, das ist eine gute Idee. Dann probiere ich das auch noch aus. Und wenn ihr neu hier seid, lasst unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich los, damit wir um Punkt 3 Uhr dort sind und ich das Ganze bestellen kann. Also ja, let's go, Leute. Bis gleich. Auf jeden Fall bin ich jetzt draußen und auf dem Weg zu Meckes und ja, wünsche mir Glück, dass es funktioniert. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt aufgeht, aber ihr wart ja der Meinung, ich soll das machen. Ich soll es ausprobieren und dann versuchen wir es einfach mal auf gut Glück. Und ja, ich habe wieder den mega Spaß, jetzt mitten in der Nacht zu laufen durch die Dunkelheit ganz alleine. Ich freue mich ja mega darauf. Guck mal bitte, wie stockfinster es ist. Geht's noch schlimmer? Warum ist es so dunkel? Why muss ich um 3 Uhr nachts loslaufen heute? Warum? Ja, wenigstens sind hier wieder ein paar Laternen, aber nachher wird es richtig, richtig dunkel. Also je näher ich dem Ziel komme, umso dunkler wird es. Ja, klingt das gruselig? Irgendwie schon. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, womit ich mich ablenken könnte wenigstens oder so, damit ich nicht allzu sehr mich verfolgt fühle und so? Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps und bitte her damit. Bitte, ich brauche die. Vielleicht sollte ich mir die Sterne nebenbei anschauen. Ja, very interesting. Ja, seht ihr, wie dunkel es ist? Es ist einfach extremst dunkel. Und da hat irgendwie ein Auto gerade Licht an. Warum steht das da? Muss ich da jetzt vorbeilaufen? Ich habe Angst. Was ist das? Irgendwas kruschelt hier. Also ich habe gerade schon einen Igel hier langlaufen sehen. Vielleicht ist das der Igel. Seht ihr einen Igel? Sag mal, warum erschreckst du mich so, Mister? Du Stacheliger. Ja, 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 renn ruhig weg. Wie er sich schämt. Aber er ist ein dicker Igel. Alter Schwede. Obwohl, sammeln die jetzt nicht gerade Sachen für Winterschlaf? Igel verfolgen mich um 3 Uhr nachts. Jedes Mal. Immer. Leute, ich bin jetzt gleich bei den McDonald's. Ich stehe quasi schon davor. Und ich bin wirklich gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ob ich diese Happy Meals bekomme oder nicht. Hallo, könnte ich bitte das grüne und das blaue Rainbow Friends Happy Meal bekommen? Beide mit Nuggets. Beide Cola Zero. Ja, beide mit Apfeltüte. Oh mein Gott, Leute, ich habe meine Happy Meals. Aber ich glaube, ich habe nur diese Pokémon Happy Meals bekommen. Aber als ich sagte, ich möchte gerne das grüne und das blaue Rainbow Friends Happy Meal haben, hat er nichts weiter dazu gesagt. Also, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, das auszupacken. Aber also, ich beeile mich jetzt ganz schnell nach Hause zu gehen. Dann schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Weg ist, aber ich muss da jedes Mal durch, Leute. Jedes Mal. Warum gebe ich mir das überhaupt immer? Einfach schnell nach Hause. Nicht großartig labern, nicht stehen bleiben. Einfach weiterlaufen. Ich bin jetzt endlich zu Hause und jetzt können wir zusammen mal in die Happy Meals schauen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. So, es sieht ganz normal aus. Ganz normal. Hier ist das zweite. Warte. Nee, fühlt sich auch gleich an. Aber wirkt das nur auf mich ziemlich voll? Die sind auch sehr schwer. Oh mein Gott, sag mir nicht, das hat funktioniert. Sag mir nicht, das hat echt funktioniert. Ich habe Angst, ich habe Angst. Und die Getränke. Okay. Das ist blau, Leute!
und grün. What the? Aber es läuft aus. Hä, was ist das? Wir haben tatsächlich, glaube ich, die Happy Meals. Weil ich habe Cola bestellt. Seit wann haben die ein grünes und ein blaues Getränk? Warte mal, bevor wir das hier öffnen, wir schauen uns mal eben kurz die Getränke an. Das riecht irgendwie nach Apfel. Hä? Was ist das denn für ein Getränk? Oh, oh, das riecht richtig künstlich. Das riecht irgendwie nach Blaubeere. Es muss ja heißen, die verfluchte Nummer. Kann mich irgendwie tracken oder so? Hier seht ihr das? Das ist einmal das grüne Getränk und hier ist das blaue. Soll ich mich trauen, das zu probieren? Schmeckt wie ein Bonbon. Und das, das blaue, schmeckt aber sehr nach Bonbon. Also so schlecht finde ich das gar nicht, aber ich weiß nicht, ich will jetzt nicht auftreten. Nein, danke. Ja, für mich, das war's jetzt einfach nur. Aber keine Ahnung. Ich hätte lieber gern ein paar Karten drin, als irgendwie was von den Rainbow Friends. Oh mein Gott, okay. Für welchen entscheide ich mich als erstes? Soll ich wieder so auslosen? Jede Miene Miste, was hoppelt in der Kiste? Jede Miene weg und du bist weg. Dann öffnen wir als erstes den oder den? Den. Okay, wir öffnen als erstes den. Wie random einfach gerade meine Trinkflasche hinten lag. Okay, dann wollen wir mal. Rainbow Friends Happy Meal. Sowas von. Oh mein Gott. Was ist das? Hier ist diese komische Figur drin. Oh, das sieht ja voll hässlich aus. Okay, ich habe jetzt offiziell Angst, Leute. Ich habe richtig offiziell Angst. Eben Ärmel hochkrempeln. Wir schauen da jetzt zusammen rein. Ich sehe hier Nuggets. Und ich hoffe, da sind einfach nur Nuggets drin. Fühlt sich ziemlich schwer an. Hier ist auch noch eine Box drin. Hä? Was war das da drin? Das ist so gruselig. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Nuggets drin. Okay, wenn das schon hier drin ist, was ist dann bitte in dem grünen drin? Okay, schauen wir mal weiter hier rein. Hier ist Pommes drin? Was ist das? Ich habe 3 Pommes bekommen und irgendwie ein schwarzes Zeug. Und dann haben wir hier noch Ketchup. Wenn das nicht das Normalste des Happy Meals sein wird, dann weiß ich auch nicht. Ich habe Angst und ich sehe hier und ich rieche Bonbons. Statt Pommes habe ich noch Bonbons bekommen? Bunte Schnüre. Wahrscheinlich für die Rainbow Friends? Ist das jede Farbe? Hier hat man mir so eine Plastikspinne reingelegt. Weg damit. Weg damit. Ich habe sogar Angst vor solchen Dingern da, solchen Gummispinnen. Und wir haben hier Lakritz. Oder so. Hat jemand Lust auf Lakritz hier? Bitteschön. Aber diese Figur macht mir richtig Angst. Hat doch irgendwie was von einer Voodoo-Puppe. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der Box. Und ansonsten ist da nichts mehr drin. Es ist leer. Und das erinnert mich ein bisschen an das Spiel. Kann das sein? Wo man sich in der Box verstecken muss. Also, ich weiß nicht, ob ihr derselben Meinung seid, aber es erinnert mich ziemlich daran. Okay, was ist da denn alles drin? Wir haben hier Center Shocks drin. Einen blauen, einen lilanen. Mit einem Kopf drauf. Ich will das nicht anfassen. Was ist das? Ein Regenbogen. Aber da hängt auch irgendwie was Schwarzes, Nasses dran. Da, seht ihr das? So ein Regenbogen ist hier drin gewesen. Was ist das denn? Was ist das? Wie viel ist da bitte drin? Eine Krone. Wow. Wow. Soll ich die ernsthaft jetzt aufpusten? Nein, danke. Und hier ist noch so einiges drin. So ein Spinnnetz und so ein Teil hier? Ja, nice. Richtig tolles Extra. Und Knöpfe, Leute. Weiße, große Knöpfe. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Warum wieder Knöpfe? Alter, Knöpfe machen mir langsam echt Angst. Wirklich jetzt. Aber ja, was ich richtig heftig finde, hier ist einfach mal so eine gruselige Figur drin. Von dem blauen Rainbow Friends Monster. Und jetzt, Leute, kommen wir zum letzten Happy Meal. Und das muss ja das Grüne sein. Also ich bin wirklich gespannt. Oh, hätte ich aber Angst. Warum hat das funktioniert? Leute, ich glaube, wir haben hier auch wieder eine Figur drin. Auf jeden Fall, das Erste, was ich sehe, ist Pommes. Ich habe endlich Pommes. Kommen wir erstmal zu einer guten Nachricht.
Sehen aber ein bisschen mitgenommen aus, um ehrlich zu sein. Liegt aber vielleicht daran, dass ich eine Weile laufen musste und so. Ja gut. Aber wenigstens Pommes. Nuggets? Warte, was ist das? Oh mein Gott, gute Nachricht. Wir haben 4 Nuggets bekommen. Aber was ist das? Was ist das? Das steckt da, glaube ich, auch drin. Hier, in einem Nugget. Obwohl, ist der Grüne nicht eigentlich blind? Der kann ja eigentlich nicht sehen. Oder ist es deswegen da drin? Ich weiß nicht, Leute, wie kann man das deuten? Was soll das? Oder einfach nur so, um einen Angst zu machen? Hier ist auf jeden Fall, ich zeig's euch, diesmal. Alter, wie groß ist das? Sowas drin? Was ist das? Was ist das? Was soll ich mit so einer Figur? Was ist das für ein Extra? Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Oschi-Teil hier. Und dann haben wir noch Partyschlangen. Why Party? In Regenbogenfarben. Wir haben hier auch noch Bonbons drin, aber nur grüne, glaube ich. Grüne Schnüre, einen grünen Luftballon. Was ist das denn? Bouncing Putty? Was soll ich damit? Wir haben hier irgendwie so Jelly Beans drin. 3 Stück. Nochmal Schnüre und wieder ein Regenbogen und Ketchup. Was macht einfach Ketchup da so ganz normal drin irgendwie? Das macht mir schon wieder Angst. Eigentlich sollte es mir weniger Angst machen, aber es macht mir irgendwie schon wieder Angst. Ich weiß auch nicht. Ja, jedenfalls war das alles da drin und ist da irgendwas noch drin? Yay. Hört sich ja sehr lecker an. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Ich bin verwirrt. Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, was das alles zu bedeuten haben könnte, schreibt es unbedingt unten rein. Aber ja, in beiden waren Luftballons drin, in beiden war so ein Regenbogen drin. Und in beiden war eine Figur drin und die passten genau zu den Farben, die ich auswählen sollte. Also ich habe tatsächlich die verfluchten Happy Meals bekommen, aber wie hat die verfluchte Nummer das hinbekommen? Wie geht das? Meint ihr, ich sollte die nochmal versuchen, über FaceTime anzurufen oder anzuschreiben? Oder sollte ich versuchen, die anderen Farben noch zu bestellen? Was meint ihr, Leute? Hey, das ist verdammt gruselig. Irgendjemand muss mich beobachtet haben.